Dank euch steht ja mein nächstes Projekt anscheinend schon fest, Clouds Schwert. Aber da ich mit den Spielen bis jetzt nicht viel am Hut hatte, bis auf ein einziges Mal bei einem Kumpel, muss ich selbst erstmal zocken. Das heißt, hier hinten sieht man es jetzt auch gerade schon auf meinem Bildschirm, oder zumindest auf dem einen. Da läuft gerade schon die Anfangssequenz von Final Fantasy VII. Und ich habe vorhin schon mal reingezockt. Irgendwie gefällt es mir doch ganz gut. Besser als das letzte Mal. Und da werden wir mal sehen, was dann die Planung so mit sich bringt. Ich glaube aber, das könnte ziemlich cool werden. Vor allem aus Holz. Schreibt mir mal eure Ideen unten rein, aus welchem Holz ihr das gerne hättet, wenn ihr euch damit auskennt. Wenn ihr euch nicht damit auskennt, googelt und sagt mir dann, wie ihr es gerne hättet, aus welchem Material. Jetzt viel Spaß mit dem richtigen Video. Endlich finde ich mal wieder Zeit, Aufnahmen zu machen. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit meinem Umzugsstress und so, bin ich leider nicht dazu gekommen, habe euch so halb warmes Zeug serviert, das ich von ein paar Wochen vorher schon alles geschnitten hatte oder zumindest abgedreht hatte. Heute kümmern wir uns um den zweiten Teil vom Dalek quasi, aber nicht die Skirt-Platten, also die Rockplatten außenrum, sondern das, wo dann die Platten wieder dann anschließen. Aber warum jetzt zuerst oben die, nennen wir es mal einfach Hüfte vom Dalek und nicht das Beinkleid sozusagen? Aus dem einfachen Grund, dass wenn ich die Platten jetzt verhauen würde, irgendwie einen Millimeter zu kurz, einen Millimeter zu schmal oder einen Millimeter zu dünn, dann wäre die ganze Geschichte für einen Eimer. Das heißt, ich mache zuerst den oberen Kranz, dann nehme ich mir die Maße, die ich unten habe und die Maße, die ich oben habe und daraus ergeben sich dann bei mir dann die fertigen Plattenmaße. Das Material habe ich mir da jetzt gerade bereitgelegt, da liegt wieder eine rohe Bohle, komplett unbearbeitet. Die werden wir jetzt gleich zuschneiden wieder, dann hobeln, verleimen und danach dann zuschneiden und die Rundungen noch dran machen. Gewünschten Querschnitt zu kommen, jetzt unser Material wieder verleimen. Das heißt, schön einpinseln, zusammenzwingen und dann wieder warzen. Jetzt, wo die Zwingenpakete hier wieder ausgepackt sind, jagen wir es noch einmal über die Abrichte und dann wieder durch die Dickte und dann haben wir unseren fertigen Querschnitt für unser Holz, das wir jetzt brauchen. Musik.
ich das letzte Mal nicht richtig erklärt, was ich da gemacht habe. Ich habe von ein paar Freunden von mir verbal, nicht in den Kommentaren, die Frage bekommen, was ich da getan habe. Und zwar habe ich mit dem Winkel oder dem Geodreieck vom Plan auf die Hölzer meine Kanten links, rechts draufgerissen, dass ich dann an der Säge nur noch einstellen muss und schneiden kann, ohne dass ich nochmal mit dem Meter dann irgendwas anzeichnen muss. Dieser Teil wurde nachvertont, weil ich Vollpfosten vergessen habe, das Mikro einzuschalten. Bevor wir die Hüfte des Daleks jetzt zusammenschrauben und zusammenleimen, müssen wir auf jeden Fall noch, wie unten bei der Base, den Ausschnitt machen, wo dann die Platten dran stoßen, um sie zu befestigen. Das machen wir aus dem einfachen Grund, um einen sauberen Anschluss und einen guten Verbindungspunkt herzustellen. Der nächste zu erledigende Schritt ist jetzt, die Teile miteinander zu verbinden. Das machen wir, indem wir eine Hirnholzverleimung machen und dann noch jeweils eine Schraube mit dazu reindrehen. Sobald das dann getrocknet ist, nehmen wir uns eine Schablone, legen die auf und dann haben wir die Form, die wir brauchen, die wir dann auch noch an der Bandsäge gleich ausschneiden müssen. Für die Bandsäge habe ich mir dann noch einen 10 Grad Auflagertisch gebaut, dass wir die Schräge von der Hüfte bekommen. Die Hüfte haben wir jetzt soweit fertig. Wir müssen jetzt nur noch mal hier die ganzen Sägerillen hier rausschleifen an der Bandschleifmaschine und danach werden wir an dem Ding bei mir unten im Keller weiterarbeiten. So gefällt mir das doch schon viel besser. Ah, das fühlt sich echt gut an. An der Hüfte des Daleks haben wir jetzt nur noch ein paar kleinere Schleifarbeiten zu machen. Da, wo ich mit der Maschine am besten nicht schleife, weil ansonsten zerfetzt mir alles wieder. Die ganzen Leimstöße und kleinere Rillen außen am Rand, außenrum, müssen wir nochmal nachbearbeiten. Außerdem haben wir leichte Absätze von den einzelnen Holzteilen zueinander. Da müssen wir auch nochmal mit dem Schleifpapier drüber. So, Freunde, es klappt ja bestens mit dem Dalek. Nicht gedacht, dass es so reibungslos verläuft bis jetzt. Aber was ich dazu sagen muss, das waren bis jetzt die leichtesten Teile, die wir vom Dalek gemacht haben. Jetzt werden wir erstmal in die nahe Zukunft sehen. Und zwar nächste Woche. Nächste Woche dürft ihr euch auf ein 500 Abonnenten Special, wenn man das so nennen darf, gefasst machen. Bei diesem Special wird etwas verschenkt werden. Ich sage natürlich nicht, was ich verschenken werde, aber der ein oder andere wird es bestimmt schon wissen oder es zumindest ahnen, weil ich es schon mal gesagt habe, dass ich das verschenken werde. Meine Katze, der Störenfried, der muckt mir immer mal wieder in die Aufnahmen rein. Lucky, sag Hallo.
Gleich wieder 2000 Abonnenten mehr. Katzenbonus. Der hart wie Sau. Jetzt nochmal von vorne ohne Katze. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das aufziehen werde, weil einfach so werde ich diesen Gegenstand bestimmt nicht verschenken, verlosen oder dergleichen. Sondern irgendwas müsst ihr ganz bestimmt dafür tun. Entweder ein Bild malen oder mir irgendeinen Plan liefern für irgendwas, was ihr gerne sehen würdet. Nur weiß ich wirklich noch nicht. Das entscheide ich die Woche und dann mache ich dazu ein Video und dann werdet ihr das schon sehen, was ich fordere. An dieser Stelle nochmal danke an alle, die mir zuschauen. Danke an alle, die jeden Tag dazukommen. Und ganz besonders danke an dich. Bevor ich jetzt wieder von der Bildfläche verschwinde, bis nächste Woche. Ich wünsche euch ein traumhaftes Wochenende. Wir sehen uns. Tüdelü.